Was geht, meine Freunde? Ich bin's, euer Time Tester. Ihr wisst schon, mittlerweile der beste Spieler in ganz Apex Legends. Ich wurde nicht einmal von euch da draußen genockt worden. Heute habe ich euch das große Video, was ich angekündigt habe. Meine Controller-Settings, es wurde sehr oft auch in den Videos davor gefragt. Und ich habe es nicht vorher rausgebracht, einfach aus dem Grund, ich habe meinen Split zu Ende gebracht. Ich habe es mit diesen Settings bis auf Predator geschafft und ich möchte sozusagen meine erweiterten Settings heute euch mit auf den Weg geben. Was meine ich damit? Ich rede von sogenannten ALC Settings, sogenannten erweiterten Settings. Nicht nur die X- und Y-Kurve, sondern wir reden jetzt wirklich über richtige Details rein. Das Ganze habe ich natürlich bei mir auf der englischen Version, damit ich auch englischen Leute mit unterhalten kann, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch in Deutsch verfolgen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch mal zeigen, was diese Settings so drauf haben, was sie so bei mir bewirkt haben und was für One-Clips ich dann vertan haben. Gönnt sie erstmal und macht ihr ein eigenes Bild von diesem Video. Let's go. Ich hab Bubble gemacht. Renn weg. Backcrack! Oh mein Gott! Nice! Oh. Ich hab hier auch noch einen Cent hier hinzugeben, ne? Zwei Leute von mir aus, Kosten. Oh mein Gott, crack, alle crack! Du bist alleine da, ich bin nicht bei dir, Digga. Alle dead! Nice, nice. Komm mit, komm. Zweiter auch dead, oh mein Gott! Ja, die muss Gold haben. Neues Team! Ich muss betten, ich muss betten. Auf den Knock! Danke, ich muss betten. Ich bette. Rave one shot. Nice, halt dich. Die Face. Ich mach die easy. Ich mach die. Ich mach gut. Hab die. Wie sie wegfliegt. Kobi. Du hast gesehen, was diese Settings alles drauf haben. Und ich möchte nicht lange um den heißen Brei reden. Ich möchte dir zeigen, was sofort diese Settings beinhalten. Ich habe mir schon auf den Schießstand gepackt, habe mir schon genug Munition reingepackt. Und wir gehen Stück für Stück über die allgemeinen Settings durch. Und dann gehen wir über die ALC-Settings durch. Natürlich habt ihr in der Videobeschreibung die ganzen Timesteps, die ganzen Beschreibungen, wann wie was passiert. Und du nimmst nur das raus, worauf du Bock hast. Also. Settings auswählen und wir schauen uns mal an, was wir so im Gameplay-Bereich haben. Und ich gehe nur in die Sachen ein, die wirklich wichtig sind. Sowas wie, dass wir das Fadenkreuz wirklich, manche haben zum Beispiel das X-Symbol, dass ich was treffe oder nicht. Und in dem Fall habe ich das wirklich ausgeschaltet, weil einfach aus dem Grund, wenn ihr zum Beispiel das hier habt und das zum Beispiel euch nervt, dass ihr zum Beispiel dieses X, was hier erscheint, es nimmt euch ein bisschen Sicht weg und was habe ich einfach aus der ganzen Geschichte gemacht? Wegnehmen. Und was passiert jetzt? Ihr seht, ihr habt einfach im Visier viel, viel angenehmere Sicht und das beeinträchtigt euch nicht. Ihr seht sowieso, wenn ihr jemanden getroffen habt, aber ihr seht einfach, es beeinträchtigt euch nicht, deswegen ausgeschaltet. So, beim nächsten natürlich Stacking. Das kann man ausschalten, aber Stacking sorgt einfach dafür, dass diese ganzen Sachen addiert werden. Ich weiß, viele da draußen machen gerne das, die nehmen gerne beides, dass sich das Ganze aufstacken. Aber auch diese Geschichte, wenn die Zahlen hochgehen, habe ich weniger Sicht, deswegen habe ich es auf Stacking. Und das ist unwichtig. Diese Minimap Rotation habe ich bei manchen gesehen, bitte ausschalten. Ich möchte nicht, dass sich meine Karte ständig dreht, ich möchte es drin haben. Eine wichtige Sache und zwar Autosprint bitte anmachen. Warum, weshalb, wieso? Denn ihr müsst da nicht so krass in euren Stick reinklatschen, damit ihr die ganze Zeit sprintet. Ihr müsst nur den Stick nach vorne bewegen und dann sprintet er eigentlich von selber. Und das hat den Grund, ihr könnt so einfach Stick Drifts vermeiden, weil ihr dann nicht euren kompletten Controller auseinander nimmt und die ganze Zeit in euren Stick rein knallen müsst und deswegen einfach mal Autosprint an, vertraut mir, es ist wirklich gut. Der Rest ist egal. Es gibt hier auch eine kleine Theorie, dass man sagt, 3D ist eigentlich das Beste von der ganzen Geschichte, aber das ist zum Beispiel, wenn ich Schadensfeedback bekomme, dass ich angezeigt bekomme, wo was ist, aber ich bin der Meinung, lasst es einfach auf 3D und 2D beides gleichzeitig, dann zeigt es in Form von Pfeilen an.
Diese Einstellung ist auch klar. Wenn du Damage aus einer Deathbox bekommst, möchtest du nicht aus der Deathbox rausgeschmissen werden, möchtest sofort einen schnellen Bodyspot haben. Deswegen auch diese Settings einfach anlassen. Wie gesagt, ich gehe schnell über diese Settings durch und den anonymen Modus und User Sharing, das ist so eine Geschichte, das ist so eine Ansichtssache, ist egal. Performance Display brauche ich nicht, weil ich habe wenig Packet Loss und sonst was, aber ich habe es trotzdem mal angelassen, um zu gucken, wie es ist. Das ist echt eine bescheuerte Sache, du kannst in keinen Club eingeladen werden. Ich würde das einfach enablen, vielleicht ist das der Grund, warum es bei euch manchmal buggt. Farbblindmodus bis auf Tritanopie wieder zurück, denn wir haben jetzt dieses Phänomen nach dem Update. Ihr habt gesehen, er hat kein Schild mehr. Aufgepasst, er hat kein Schild mehr. Und es wird einfach Gold angezeigt. Und ich bin einfach davon ausgegangen, hä, er hat ein Goldschild. Und habe ich gesehen, stimmt ja gar nicht. Das ist der Grund, warum Tritanopia jetzt sofort ausgeschaltet werden soll, auf aufgestellt werden soll. Und das war's zu den Gameplays. Gehen wir zu den Controller rüber. So, bei den Controller, wie gesagt, mein Button-Layout ist Ansichtssache, aber ich habe, das sind die Default-Einstellungen, ich habe Button-Puncher genommen, was macht das Ganze? Ihr könnt es hier rechts sehen, der Crouch-Button ist bei mir R3 und Kreis ist normal Boxen, einfach aus dem Grund, dann könnt ihr zum Beispiel schießen und gleichzeitig crouchen, ihr könnt wirklich das Ganze spammen und das ist einfach der Grund, warum ich wirklich Button-Puncher genommen habe bei der ganzen Geschichte und... Das ist natürlich normal, das ist normal. Crouch-Button ist bei mir auf Toggle. Ich möchte nicht, dass ich die ganze Zeit hier einmal hier so bleibe und danach wieder reindrücken muss, damit ich hochkomme. Und dann kann ich einfach besser so strafen. Hoch, runter, rechts, links, hoch, runter. Das ist bei Toggle ganz wichtig. Aim-Button natürlich auf Hold. Und die Dead Zone ist erstmal egal, aber ich habe das bei Default gelassen. Ihr könnt es auch bei Non nehmen, aber Default ist immer besser, weil die Leute, die Stick Drifts haben, sollten nie etwas auf Non haben bei der Dead Zone. Immer so wenig wie es geht, aber wenn ihr sehr krassen Stick Drift habt, dass euer Bildschirm einfach wegdriftet, immer einen Ticken höher, aber Default ist auf meinem PS5 Controller sehr, sehr angenehm. Cursor Speed müsst ihr für euch eintippen, aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Wert von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ist der optimalste Wert, damit ich in eine Kiste reinkomme und dann ganz schnell den Swap rausholen kann. Ihr seht, jetzt kommt die Geschichte, meine Damen und Herren, was richtig interessant wird. ALC Enabled bedeutet Advanced Look Control aktiviert. Das heißt, es deaktiviert das, was jetzt ausgegraut ist. Das hier, was in Klammern jetzt ALC steht, das ist ausgeschaltet, das interessiert uns nicht. Also guckt jetzt nicht an, was da hier alles ist, sondern wir gucken uns das Ganze jetzt hier unten gleich an. Des Weiteren natürlich Movement Dead Zone auf Small, bitte nicht Large, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, Inverted Look. Das frage ich mich bis heute, wer bespielt mit invertierten Einstellungen. Völliger Quatsch. Eine Sache, ich habe die Vibration auf einem PS5-Controller an. Warum? Denn ein PS5-Controller hat ein wenig eingebaute Trigger-Stops und das merkt ihr, wenn ihr die Vibration anhabt. Wenn ihr einen PS4-Controller habt, natürlich ausschalten, aber PS5-Controller kann ich schon empfehlen, macht wirklich die Vibration an, weil dann habt ihr ein richtig gutes Gefühl beim Schießen. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir zu den geilen Einstellungen rüber. Natürlich müsst ihr das Ganze aktivieren. So... Ich habe das Ding fast runtergerappt. Aber jetzt muss ich den Gang unterschalten und das müssen wir uns genau anschauen. Aufgepasst. Ich gehe einzeln für euch das Ganze mal durch. Advanced Look Control macht dir jetzt genau die Settings, die ich gemacht habe. Was passiert? Dead Zone auf 0% und Responsive Curve auf 7 bedeutet, dass wir eine... dass wir gar keine Dead Zone haben, das heißt, uns wird gar nicht nachjustiert, wenn wir irgendwas machen wollen. Das heißt, da ist kein Computer im Spiel, der uns ein bisschen so nachhilft beim Aimen, beim Laufen oder sonst was. Die Dead Zone ist komplett auf 0%, Threshold auf 2% und Responsive Curve auf 7%. Übersetzt bedeutet Response Curve auf 7, dass es jetzt linear ist. Diese Settings fasse ich gar nicht an, das ist für mich meiner Meinung nach noch sehr gut. Yaw Speed machst du bitte auf 370, Pitch Speed auf 340, den Rest bitte ausschalten. Ich hatte wirklich das Hexenwert, ich hatte schon einen Wert von 70 und hier von 60. Weg damit.
bitte weg. Alles 0, 0, 0, 0. Kommen wir zu der Geschichte. Hier machen wir das Ganze auf 140. Hier machen wir das Ganze auf 130, wenn es geht. Also ihr seht, diese 5 Stelle habe ich immer noch nicht herausgefunden, wie man die überbrücken kann. Wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das wirklich perfekt auf 130 machen kann. Aber ich kann jetzt irgendwie nur ganz komisch zwischen 10er Schritten wechseln. Und wirklich optimal ist 140, 135. Diese Geschichte wieder auf 0, 0, 0, 0, 0. Wenn ihr richtig geil drauf seid, könnt ihr natürlich Aim Assist ausschalten. Off, off. Habt ihr keinen Aim Assist? Das ist hier Aim Assist an, aus. Ich habe natürlich an, weil ich ein Control-Spieler bin und natürlich mir noch ein bisschen helfen lasse. Why not? Und was jetzt diese Settings drauf haben, ganz kurz gezeigt. Ihr seht, ich mache jetzt wirklich nichts. Und dass es so leicht nach oben driftet, ist der Grund, warum Dead Zone 0% ist. Aber, meine Damen und Herren, ihr merkt, ihr habt beim Aimen sowas vom Freilauf. Und ihr merkt, dass euch nichts in der ganzen Geschichte blockiert. Wirklich, probiert's mal aus. Vor allem, schnappt euch mal die Flatline und schaut mal, was die ganze Geschichte jetzt für euch bewirkt. Und da kommen also sehr schöne Clips bei raus. Einfach mit der ganzen Geschichte warm machen und dann kommen sehr, sehr schöne One-Clips bei diesen Settings raus. Ich kann es nur empfehlen und ich möchte euch nebenbei auch ein paar Clips einzeigen, was diese Geschichte bei mir gemacht hat. Und ich möchte euch auch natürlich wie vorher zeigen, wie meine Settings vorher waren, denn ich habe diese Settings von jemandem empfohlen bekommen und was sein Feedback zu der Geschichte war, das seht ihr jetzt. An sich war es das von diesem Video. Ich werde nochmal ganz kurz meine alten Settings zeigen und da ist jemand, der mir die neuen Settings empfohlen hat, der gesagt hat, Bruder, was für Settings ist das, ich gebe dir neue mit auf den Weg und natürlich ein paar Clips. Deswegen schau dir das Video bis zum Schluss an. Ich zeige dir noch, was ich mit diesen Settings innerhalb von 30 Minuten Trainingszeit rausgehauen habe. In dem Sinne, ich würde mich freuen, wenn du im Video ein Like geben würdest und einen Kommentar schreiben würdest, ob sie wirklich geholfen hat oder nicht, ob der Stickdrift wirklich so schlimm war oder ob du mit diesem wenigen Stickdrift klarkommst. Ihr habt einfach gesehen, diese Settings sind wirklich echt so krass, Digga. Ich kann da nicht viel zu sagen. In dem Sinne, lange gequatscht. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Settings. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Zocken. Und das war's von mir. Peace out. Und gönn dir natürlich die Clips, die ich jetzt nachträglich anhänge. Und ciao. Ganz oben fängst du an. 0. Jo. 0, 2, 7. Ja. So. Bisschen mit Yaw Speed runtergehen auf 3,70. Jo. Okay. Dann kannst du Pitch Speed dementsprechend auch vielleicht so 30 runter machen, aber musst du nicht. Musst du nicht. Kannst auch so lassen. Okay. Auf jeden Fall Turning Extra Yaw runter. Wie runter? 0? 0, 0, ja, ja. Okay. Das da runter auch. Die zwei sind Hexen, Bruder, ich höre. Hier runter, mach mal ADS Yaw Speed und ADS Pitch Speed auf 140, 130. Hey, wie kann ich diese 5 Stelle jetzt machen? Egal, das reicht, das reicht. Okay. 125 ist auch okay. Mach Turning Extra Yaw und Turning Extra Pitch. Mach die runter. Auf 0. Bruder, das sind richtige Hexen. Ich weiß nicht, warum du die anhast. Ja. Jetzt probier mal. Recoil Control mit 90, mit Volt. Bro, glaub mir, du bist. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum, Digga. Ich hab gestern, ich bin Captain gelandet und hab 9 Leute hintereinander gewonnen-clippt. Okay. Oh mein Gott, ich muss drauf klarkommen. Oha.